Kniffel. Oh, Mann, ey. Schon wieder. Kann nicht wahr sein. Ach, Leute, ist das trotzdem nicht schön, dass wir uns einfach vor dieser ganzen Weihnachtschaos-Beginn uns noch getroffen haben? Dass du das schön findest, das ist mir schon klar. Du hast zweimal hintereinander gewonnen, ja? Ja. Keinmal. Ja, stimmt. Aber eigentlich meine ich, bevor wie jedes Jahr dieser gesamte Verhau losgeht, also das stresst mich von Jahr zu Jahr mehr. Lebkuchen im Oktober bei 24 Grad und kurz darauf weihnachtliche Dauerbeschallung und nur wenn du bei Müller Toilettenpapier kaufen willst. Nein. Du meinst bestimmt Last Christmas I give you my heart, but the very next day you give it away. This year to save me from tears I gave it to someone special. Franzi, weißt du das noch? Ja. Wisst ihr das noch, als sie eine ganze Vorweihnachtszeit dieses Lied kein einziges Mal gehört hat, wie auch immer sie das geschafft hat? Ja, Wahnsinn. Oh, wie. Das war gut. Das habe ich ganz vergessen. Ja. Ich habe mir damals einen Sport rausgemacht. Immer wenn es im Radio lief, habe ich sofort ausgemacht. Und wenn ich einkaufen war und das Lied kam, ich bin sofort rausgerannt und habe alles liegen lassen. Ja, ich muss zurücklaufen, mir meinen Einkaufswagen suchen, aber ich habe es ein Weihnachten lang geschafft. Ganz ehrlich, ich habe mir dieses Jahr einen Spätdienst eintragen lassen auf diese ganzen Feiertage und das Feiern habe ich absolut keine Lust. Da bin ich lieber bei Leuten, die es wertschätzen, dass ich da bin und mich um sie kümmere, ja. Also, ja. Mensch, ernsthaft. Ich meine, es ist ja ganz schön von dir, dass du dich freiwillig zum Dienst meldest. Aber wie kannst du denn bitte keinen Weihnachten feiern wollen? Ja, sag mal, schaust du denn keine Nachrichten mehr? Also ich schaue auf jeden Fall keine Nachrichten mehr, ohne eine tiefere Sinneskrise mehr zu bekommen. Was haben wir denn gejammert, als wir in der Pandemie drin steckten? Also mittlerweile wünschte ich mir, wir wären nur in der Pandemie mittlerweile. Also seit Monaten beobachten wir, wie alles den Bach heruntergeht. Also mittlerweile habe ich keinen Bock mehr. Naja, davon abgesehen, dass die Medien eh schon kein Thema mehr sachlich darstellen und jeder Sturm der Jahrhundertsturm ist und dieser Winter der kälteste oder wahlweise der wärmste wird. Ja, und das sogar vielleicht alles noch zusammen. Also, keine Ahnung. Genau. Und mit solchen Sorgen und Gedanken soll ich mit der Familie zu Hause traditionell Weihnachten feiern, eine heile Welt zelebrieren, obwohl in unserer Welt eigentlich gar nichts heil ist. Ich Ach, weiß komm. Nicht. Weihnachtsfeiern sind halt so. Letztes Weihnachten habe ich so viel gefuttert, dass ich 2 Tage lang Bauchschmerzen hatte. Ja, viel Essen gehört einfach zu Weihnachten dazu. Ich habe ja mittlerweile auch Nichten und Neffen und deswegen schmückt meine Mutter auch immer den Baum mit Gold, Silber und dem ganzen Schnickschnack. Und man kann da gar nichts mehr sehen. Und lass mich raten, die Erwachsenen versuchen sich mit ihren auch so tollen Geschenken zu übertrumpfen? Genau. Und nebenbei kaufen sie sich das nicht mal selbst, sondern sie geben einfach im Onlinehandel ein Geschenk, Mädchen, 6 Jahre und dann kommt ein fertiges Paket an. Ja, Goldglitzer und Tamtam, ja, ja, so ist das. Ich finde, das passt nicht, vor allem nicht in der heutigen Zeit. Also, ich meine, wenn ihr damit klarkommt, ist es ja schön und gut, aber dann sagt mir wie, ich bin da irgendwie ein bisschen ratlos, ich weiß auch nicht. Stimmt. Also, so fühlt es sich echt nicht an. Also, so fühlt es sich echt nicht nach Weihnachten an. Also, ich bin ja der festen Überzeugung, dass man sich zum Weihnachten feiern, gerade zu solchen Zeiten, mit den Menschen geben sollte, die man einfach gerne hat. So wie wir heute. Und dass man einfach froh sein sollte, zusammen zu sein. Zumindest war das bei uns immer so, wenn ich mich an Weihnachten von früher erinnere. Ja, das klingt ja schon viel besser. Also meine Oma. Oh, ey, jetzt schon wieder du mit deiner Oma. Im Ernst, Leute. Meine Oma hat damals ihre schönste Tischdecke aufgelegt und zu essen gab es halt einfach das, was es so gab. Und da sind wir mit unserer Pizza, die wir vorhin ja bestellt haben, ja gar nicht mehr so weit entfernt, oder? Hm, das stimmt. Naja, ich habe ja schon viel gehört. Weihnachtsente oder Weihnachtsgans, aber Weihnachtspizza? Man muss dazu sagen, so dicke hatten wir es halt damals eben nicht. Wir saßen einfach zusammen, haben gespielt, geredet und ganz, ganz viele Kerzen angehabt. Mhm. Und das Heile für mich als Kind war damals immer, als mein Opa vor dem Essen sein Weihnachtsbuch rausgeholt hat und uns die Weihnachtsgeschichte vorgelesen hat.
Das klingt aber schön. Also, ich meine, so ein Weihnachten hätte ich mir auch gewünscht. Aber ich meine, ich arbeite ja jetzt freiwillig aus Gründen. Dann lass uns doch jetzt mal ganz verrückt sein und dir, wenn du schon freiwillig vor Weihnachten arbeitest, ein richtig schönes Weihnachtsfest bescheren. Ich meine, wir haben zwar keinen Baum da, aber alles andere haben wir doch hier. Ja. Ja, Fernando, dann räum du doch mal bitte das Spiel weg und hol die Tischdecke. Okay. Simon, da hinten im Schrank, da haben wir die Kerzen. Franzi, da direkt daneben, da haben wir Besteck und Servietten und so. Und du, Leni, kannst du bitte aus dem Keller eine Flasche Wein holen? Ja. Und na, du? Ich hole natürlich das Weihnachtsbuch von meinem Opa. Also dann, auf! Also das fühlt sich jetzt schon ganz schön weihnachtlich an. Wahnsinn. Dann lasst mich euch doch jetzt die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Es begab sich aber zu der Zeit, da Kaiser Augustus beschloss, eine Volkszählung durchzuführen. Und da es die allererste war, musste sich ein jeder Mann in seine Geburtsstadt begeben, um sich eintragen zu lassen. So machte sich auch der Tischler Josef aus Galiläa, der Stadt Nazareth, schweren Herzens auf den beschwerlichen Weg nach Bethlehem. Er packte seine Sachen und da er sein schwangeres Weib Maria nicht zurücklassen wollte, holte er seinen Esel aus dem Stall, auf das sie mit ihm kommen könne. Als sie in Bethlehem ankamen, kam die Zeit der Niederkunft, doch es waren so viele Menschen auf den Straßen, dass sie keinen Platz in einer Herberge fanden. Bei vielen baten sie inständig um Einlass, doch überall wurden sie abgewiesen. Schließlich fanden sie einen kleinen Stall und dort zwischen Ochs und Esel gebar Maria ihr Kind und legte es in eine Krippe. In derselben Gegend lagerten Hirten auf dem Felde und bewachten ihre Schafe. Da erschien ihnen der Engel des Herrn und Klarheit des Herrn leuchtete um sie und die Hirten erschraken sehr. Da hob der Engel an zu sprechen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welches ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und dies habt zum Zeichen, ihr werdet finden ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald war um den Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Und als die Engel gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasset uns gehen und sehen, was uns der Engel verkündet hat. Und sie gingen und fanden, was ihnen gesagt ward. Und so gingen sie in alle Welt und erzählten von dem, was ihnen geschehen war. Und sie kehrten darauf um und lobten und priesen Gott für das, was er den Menschen getan hatte. Dann reichet euch die Hände. Großer Gott, an Weihnachten bist du ganz klein geworden. Heute erleben wir es, das Wunder von Weihnachten. Du machst uns alle zu Menschen, die wie eine Familie sind, durch das Kind in der Krippe. Darum reichen wir einander die Hände. Und wenn wir heute feiern und essen, dann lass uns nicht die vergessen, die wenig haben, die hungern, kein Dach über den Kopf haben, keinen Menschen, der ihnen beisteht. Und wir danken auch für die unter uns, die an Weihnachten Dienst haben werden. Amen. Amen.
Ich wünsche euch und uns allen, dass wir die Zuversicht und das Vertrauen in das Wunder von Weihnachten nicht verlieren werden. Und Ihnen und Ihren Liebsten frohe, besinnliche und gesegnete Weihnachten. Frohe Weihnachten! Als Hirten bei ihren Herden gewahr, ein Licht sahen sie am Himmel aufgehen, im Osten ein Stern, den noch niemand gesehen. O heilige Nacht, o heilige Nacht, du hast der Welt das Heil gebracht. Ein Leuchten hell wie Sonnenlicht, bei Tag und bei Nacht verlosch es nicht. Drei Weise sahen das Glänzen von fern, sie machten sich auf, ihren Weg wies der Stern. O heilige Nacht, o heilige Nacht, du